Dann... Dann noch so ein pinker Albtraum. Das ist hervorragend, alles Beste. So, dann gucke ich mir eben ein... Rennt die hier immer hin und her, oder was? So, dann gucke ich mir eben mein Pferd an. War die alte gelbe Parking-Anzeige nicht schon eine optische Unverschämtheit? Also die neue, ständig vor sich hin blinkende, grüne, fucking Bouncing-Anzeige, die ist ja gefühlt doppelt so groß. Was soll denn dieser Mist? Und ich kann es nicht ausschalten. Es gibt in den Optionen keine Möglichkeit, den Mist wegzumachen. Das ist ja hervorragend. Für welche... Welcher Idiot wollte das denn? Gab es in der Community irgendwen, der gesagt hat, oh, lass uns die hässliche grüne, die hässliche gelbe Parking-Anzeige bitte blinkend grün doppelt so groß machen. Yeah! Woo! Ey! Welcher... Was... Also die gelbe Schrift passt ja schon nicht in die Welt. Hier von mir ist in All Points Bulletin und dann GTA übers Auto. Ja, keine Ahnung, wenn jemand sein Auto nicht finden kann, gerne. Aber was... Das passt doch überhaupt nicht. Das alte war schon scheiße. Jetzt ist es doppelt so groß, neongrün und blinkt auch noch. Und dann noch hier mit diesem scheiß Radius. Und wer ist dieser kackpinke Arsch, der da immer hin und her reitet? Verpiss dich! Was soll denn das? Ja, damit man sein Pferd besser finden kann. Wenn ich mein Pferd nicht finde, weil ich ein Idiot bin, dann klicke ich einmal auf das Symbol, dann habe ich einen Waypoint, zu dem ich automatisch hinrennen kann. Wozu überhaupt so eine Fuck-Anzeige? Jetzt ist sie auch noch doppelt so groß, neongrün und blinkt. Oh Mann, ey! Idioten! Und ich kann es nicht wegmachen. Dann mach doch wenigstens in die Optionen ein Häkchen, dass man das ausschalten kann. Wer will denn so einen Mist haben? Fuck! Aber mal ehrlich, haben die nichts anderes zu tun, als so einen unsinnigen Mist da rein zu patchen? Jetzt blinkt das die ganze Zeit wie bescheuert vor sich hin. Wer braucht das denn? Wenn ich mein Pferd nicht finde, pfeife ich's und wenn es zu weit weg ist, ist es ein Klick, dann habe ich einen Waypoint und kann automatisch hinrennen, egal wo das Vieh ist. Was soll das? Mein Blutdruck ist scheiß in Ordnung. Was? Dafür verwenden die Arbeitszeit, ja? Und schaffen es immer noch nicht, diese fucking Weihnachtsdeko Mitte Januar rauszupatchen. Das heißt, die haben jetzt Minimum auch noch eine Woche am Hals, ehrlich? Hervorragend! Mann, am 20. wird Trump schon eingeschworen, dann hat er Zugang zu Atomwaffen. Bis dahin würde ich gerne noch Black Desert spielen können. Das gibt es doch nicht! Was für ein Blödsinn! Und wer ist... wer... Obwohl, so gesehen kann man sagen, es gibt Leute, die so rumrennen, zu denen passt dann auch eine neongrün blinkende Parking-Anzeige. Mann! Ich überlege fast, mir Conan Exile vorzustellen. Was soll dieser Mist? Und aber Hauptsache, Kalbjörn ist jetzt hier rollstuhlgerecht. Hervorragend. Ja, wahrscheinlich, hier, die orientieren sich einfach an den Spielern. Die rennen pink durch die Gegend, wir haben so ein pinkes Rollstuhl-Logo. Warum dann nicht auch eine grün, neon blinkende, riesengroße Parking-Anzeige für Pferde, die keiner braucht? Wie gut, dass ich mich nie aufrege! Weil sonst wäre ich jetzt richtig sauer. Was? Ja. Schön, dann gucken wir mal in eine andere Richtung, damit wir das Pferd nicht sehen. Was sehen wir da? Eine pinke Rollstuhlanzeige. Und da kommt wieder dieser. Was ist das? Alles ist scheiße. Diese blöde Weihnachtsdeko ist immer noch da. Was, wo können...